Ahoi Leute, willkommen zum nächsten Part vom Timeless Multiple Player Let's Play mit den Dojos, dem Albtraum, Fischi und mir, weil der Albtraum ist jetzt neu. Und ja, wir haben ja im letzten Part das Grab hier oben gemacht und jetzt gehen wir einfach noch ein bisschen weiter nach oben, klatschen die Gräber da oben, würde ich sagen. Dann gehen wir die da unten klatschen und dann Porten wir uns wieder zu unserem Portal. zu deinem. Ja, genau, zu meinem. Was wir wahrscheinlich sowieso nicht machen werden. Ich darf nur mein Portal nicht aktivieren. Ah, scheiße, wenn wir jetzt nur noch den Part aufnehmen, dann wäre es Ja, eigentlich. deshalb ja. Wir können sonst nur noch einen Part aufnehmen. Also Single kriegst du das morgen auch noch aufnehmen. Nur wir beide unter einen Hut kriegst du manchmal ein bisschen schwierig. Weil es dann immer heißt, so von Dich dir eher nochmal. unter einem. Naja, das heißt halt von uns beiden meistens nur ja, 10 Minuten. Nachdem wir 10 Minuten um sind, meint der andere meistens noch so, ja, ich brauche nochmal 5. Und dann zieht sich das so lange hin, meistens wegen mir. Hauptsächlich wegen dir, bei mir ist es eigentlich nicht so, weil wenn ich sage, ich mache 10 Minuten, dann nehme ich nur nichts weiter vor. Und ich habe auch sonst nichts zu tun, weil ich einfach nur ein Nerd ohne Leben bin. Also, alles seine Schuld, nur weil er arbeiten muss. Gib ihm lieber aber ganzes Geld, damit er nicht mehr arbeiten muss. Gute Idee. Oh, ich muss meinen Brezel machen, fällt mir gerade ein. Soll ich das machen für dich? Ich kann das Ja, gut. bitte. Du kannst gut 900 Seiten ausfüllen und nochmal 150. Du kennst doch gar nicht so viele Wörter, wie sollst du das machen? Ich schreibe auf die meisten Seiten das gleiche, weil ich das gleiche mache. Einen Ja, Tag nach heute habe ich anderen. einen Baum gepflanzt und dann habe ich Du hast noch einen jetzt Geld gepflanzt. gekriegt. Ja, ich weiß, das war für mich gedacht. Musst du da schreiben, was für Bäume du gepflanzt hast? Das muss ich in andere Berichte schreiben, von denen ich 150 circa brauche. Und wie viel hast du? So 3 oder 4. 100? 2 Nullen weniger. Voll, die würde ich sagen. Auf jeden Fall. Du weißt, wie anstrengend es ist, so eine ganze Seite auszufüllen. Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Nein, hast du nicht. Aber ich habe eins gelesen. Wow. Also ich bin dabei. Ich habe in meinem Leben Ich schon habe mehr als ein 120 Buch Seiten gelesen. gelesen. Was? Ich habe in meinem Leben schon mehr als ein Buch gelesen. Zwei? Nein, ein paar mehr. Also es liegt vielleicht daran, dass ich Bücher interessant finde. Ich habe mir die Bücher eigentlich auch nur geholt, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht in der Serie, obwohl die Serie eigentlich ziemlich anders wird langsam. Okay. Keine Ahnung. Von der dritten Staffel ist schon Handlung des fünften Buches drin. Okay. Woher Falls sich weißt du jemand das? fragt, wovon ich rede, Game of Thrones, weil ich es gelesen habe. Du hast das fünfte Buch schon gelesen. Nein! Ich hab's auf Wikipedia gelesen, was da so die Unterschiede sind in den ersten Staffeln und so. Und dann stand halt, dass die Handlung, die da in Staffel 3 gerade ist, nee, in Staffel 4 gerade ist, erst im fünften Buch kommt. Und eigentlich ist, das vierte Staffel der zweite Teil vom dritten Buch. So in etwa halt. Ich bin jetzt verwirrt. Ja. Und Ach, das das nur hier so das. ist kaputt. Ich Die hab den Gegner machen gar Zauber. keinen Schaden! Einen Arsch. Da ist noch einer. Das ist eine königliche Kiste, meinst du? Ich bin Obelisk, bitte. Du meinst Gold! Nein, Guck, wirklich die machen nicht. dir gar keinen Schaden mehr! Ich hab trotzdem Angst vor denen. Danke. Ich hab einen grünen Schlachtbogen. Check. Was? Check. Danke. Du benutzt sowieso keine Bögen mehr. Ich habe einen blauen Und ich Eisschild. hab hier. Ich habe hier noch Arm und Ras Ruhm hier, könnt ihr. Da siehst du es. Ja, fein. Mach ein Portal auf. Worauf? Ja, hier. Warum? Weil wir dann wieder zurückreisen können. Was wollen wir hier drin? Nein, nicht hierher zurückreisen, zurück zur Oase oder was das war, zum Tal der Könige, weil wir dann nicht die ganzen Treppen wieder hochgehen müssen. Ich hasse Treppenlaufen. Das war die zwei Treppen, wir Ja. müssen sowieso gleich in das Ja. nächste. Das wäre voll ein Umweg Ja. gewesen, hätten wir es zurückgeportet. Wäre es wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, es ist im Endeffekt Ja. derselbe Weg. Und durch das Dings hätte es geleckt durch das Porten. Ja, dafür habe ich aber da wenigstens FPS drin beim Porten. Hast du nicht? Mehr als in der großen Höhle. Ich habe beim Port nur 7 FPS. Ich
Ich hab beim Portal auch so 6. Also es nimmt sich nicht viel. Merenta. 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 Sag ich ja, Merenta. Merenta. Ja, das Spiel denkt sich so, die Leute, die echt nicht, die echt nichts verdienen, die kriegen wenigstens im Spiel was. Ja, ich krieg doch alles. Du kriegst doch gar nichts. Ja eben, ich verdiene es ja. Du verdienst nee, machst es ja nicht. Nein, ich verdiene es, ich bekomme es nur nicht. Du verdienst es nicht und bekommst es trotzdem. Ja, ich finde das viel mehr. Total. Ich meine, ich stehe morgens auf. Wow. Sarge, aufstellen. Ja, weißt du, was für eine Arbeit ist? Manilol. Übrigens, zu MMM. Wir haben einen Match. Ach, endlich! Hast du das mal geregelt bekommen? Ja. Du sagst mir so 2 Wochen so, jetzt will der einen mitmachen, dann will er doch nicht mitmachen, weil er keine Zeit hat, und dann der andere. Ja, ich frag ihn am Dienstag. Ja, es ging, ich frag ihn am Samstag. Nee, da hat die auch keine Zeit. Nein, ich wollte ihn Samstag fragen und da war ich nicht da. Ja. Ein bisschen doof, ne? Und der kann Minecraft, sagst du? Naja, er zockt jeden Tag mit seiner WG. Ist er besser als Kishi? Der ist nicht besser als Kishi. Selbst meine Freunde beherrscht das besser. Ich meine, Kishi kann ich mal schnell craften. Das kann One Pie ja aber auch nicht. Übrigens, ja. Thomas, man kann schnell craften. Ich habe übrigens letztes Mal die Minecraft In-Depth, also die erste, ich glaube, ne, die In-Depth oder so war die erste richtige, also die halt Minecraft, wo man noch gar nichts konnte, und da wollte ich halt die ganze Zeit schnell craften, weil ich das halt jetzt schon gewohnt bin, und da geht das halt noch nicht, und das noch so, was? Das ist so eine der ersten Minecraft-Versionen, die ich gespielt habe. Ja, guck mal, durchmachen die Gegner, ich mache mir mal die dunkle Obelisk kaputt. Sie folgen mir alle. Hilfe! Hilfe! Ja, okay. Danke, Schreine. Ich bin fast tot. Yolo. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Komm mal ran hier. Muss jetzt mal wegrennen und ein bisschen Leben gewinnen, ne? Oh, 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 oh. Du brauchst mehr. Da sind so ein paar Gegner, sagst du? Mhm. Sind wir waren so ein paar. Oh, Spektralmaterie. Spektralmaterie. Unten noch was. Hier oben sind diese Dinger wieder. Die dunklen Obelisken? Ich hasse es übrigens, wenn mir jemand mit dem Arsch bleibt. Oh, fuck! Ich bin dran. Danke, ich lenk's mal ab. Danke. So, das war jetzt das nächste. Bitte ein Gott. Portal. Das, wenn ich nicht aufs Portal klicke, 10 Minuten haben wir noch. Okay. Okay, drei Teile fehlen mindestens noch. Die waren ja unten noch. Okay, erstmal zum Händler würde ich sagen, weil ich bin fast voll. Ja. Hallo! Ich bin einfach komplett leer. Helm 64, Rüstung 20 Stärke. Nee. Tschüss. 60er Armschienen. Nee. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bummst dir irgendwann nochmal so richtig.
Du fährst dich jeden Part über deine Maus. Ja, die Parts sind ja auch maximal 2 Wochen auseinander. Nein, eine Woche maximal. Ich meine, davon wird die Maus auch nicht besser. Scheiße. Auch wenn du es hoffst. Alter. Was? Ja, es wäre toll, wenn die davon besser werden würde. Alter, ernsthaft, ich werde mit einem neuen Computer überhaupt nicht umgehen können. Du kommst ja eine neue Maus dazu. Weißt du, richtig? Ja, eine neue Maus, eine neue Tastatur. Weil ich so richtig scheiße gewohnt bin. Ich meine, ich bin schlimmere Sachen als Kishi gewohnt. Ich kotze hier, ich kotze. Ich guck hier nochmal den Weg hier lang, was hier so komplett ist. Weil jetzt diese riesigen Viecher einfach aus dem Boden kommen. Und einfach kein Loch hinterlassen. So logisch. Ihrer Streitkolben ist Donners. Hier ist übrigens das Grab, wo wir rein müssen. Ich weiß. Mal hier. Deshalb wollte ich hier hingehen, weil dann sehen wir, was noch alles offen ist. Ist hier noch irgendwas? Hier war noch ein kleiner schwarzer Fleck, den wollte ich weghaben. Okay, bei mir war da schon keiner mehr. Guck mal kurz, wie lange noch? 8 Minuten. Ich glaube, das mit dem Telkin könnte schwer werden, diesen Partner. Ja. Außerdem ist nur so ein Dingsgräber, ein Raumgräber. Ja, dann gucke ich nochmal schnell nach, wie viel Speicher ich danach noch habe und dann nehme ich vielleicht noch einen auf. Dann render ich heute Nacht und. Wollen wir dann direkt hier einfach mal reingehen? Ja. Tu you. Wenn ich mich kurz noch looten lässt. Ja, ich gehe schon mal rein und gucke, wie groß ist, okay. Ja, ist ein Skarabäus-Grab. Hier sind Statuen. Okay. Sieht aber nicht allzu groß aus. Gut, dass sie alle dich gefokust haben. Dann kann ich in Ruhe ein bisschen looten. Ich hasse dich. Hm? Ich hasse dich. Wieso? Weil du einfach wieder alle aus der Schockwelle rausziehst. Weißt du was, ich pull einfach alle. Hier, viel Spaß. Los, wo ist deine Schockwelle? Hier. Ich mit dich. Warum sind meine Viecher weg? Gelevelt. Sind sie gestorben? Hier wäre übrigens super. So, dann skill ich hier noch einen rein, einen hier rein. Ist gelevelt? Ja. Okay. Ich kann übrigens auch ein Dings skillen demnächst. Was wollte ich gemeint? Wurfmesser. Ein Kriegsstand dazu, dass wir mehr Punkte bekommen. Also. Könnte ich am nächsten Level da machen, wenn das irgendwie interessant für dich ist, weil ich wollte eigentlich die Kriegsmeisterschaft nur wegen Doppelkampf. Was war das für ein Schrein? Frost? Ja. Okay. Ist gut mit meiner Schockwelle, dann verlangsame ich die noch mehr. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Danke. Was? Bist du wieder alle rausgelockt? Ich hab mich nicht mal bewegt! Ja, aber sie haben alle dich gefokust anstatt mich. Ich weiß nicht, warum die dich immer gefokust haben. Hab ich keine Ahnung, wie fokust immer dich. Weil ich einfach ein bisschen hübscher bin. Das ist schon ein hübscher Boy. Ja, obwohl ich ein Girl im Spiel bin, danke. Eigentlich spielen wir keine Frauen, wir sind einfach Ladyboys. Nein, wir sind wirklich. Oh, wir sind wirklich. Also Frauen. Bin ich. Wir sind nicht Philipp. Na, da oben geht's wieder hoch. Danke. Hast du irgendwas Grünes geklaut? Ich komm an, nimm direkt das Grün in die Hand. Und wieder was Grünes. Ja, ich bemühe mich gar nicht mehr, das Grüne zu kriegen, wenn es gut ist. Ja, sowieso nur. Nee, mal, das hast du. Ein Grünes hast du auf jeden Fall, das erste, was ich eigentlich haben gedacht habe. Ja, hier geht's nach oben noch. Ja, warte, ich guck kurz mal nach. Hier sind übrigens wieder Statuen. Nein, ich habe nichts Grünes. Graf, heft das. Wir sind gerade im zweiten Grab drin. Also in dem zweiten, was noch fehlt. Wie jetzt? Ja, das Grab, ja, was neben dem ist. Da scheint übrigens Licht auf diesen Sarkophag. Ich glaube, da ist noch was Gutes drin. Vielleicht ist der
denke, es ist einfach ein bisschen der Weg versperrt gewesen. Dann musste man hier rein, um den zu finden oder so. Ja, es ist was ganz Gutes. Komisch drin. Was war drin? Gift. Gift kommt bei mir jetzt erst an, mach mir... Scheiße, Mann. Ich dachte, das Gift wäre vorbei. Gehe ich hin. Auf einmal ist das Gift an und ich bin fast tot. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Oh, meine Fresse, Alter. Ich kotze hier gleich hin. Wieso? An meiner Maus. Wer bist du im Level? Na, ja, Schriftrolle. Ich auch. Nein. Ich red mich nicht auf. Nein, natürlich nicht. Tief entspannt. Okay, ein bisschen Schaden bekommen ist auch schön. Katzis. Und ein paar Zentimeter tot. Du brauchst mehr Energie. Hier ist einfach so ein Schrein, der hat gar nichts drauf. Ich dachte, hier waren wir gerade schon und da war es aber nur ein Schrein der Dorn. Okay. Und Dämonenblut. Ich guck mal kurz, wie lang? 3 Minuten noch. Also, ich denke, im nächsten Part werden wir dann den Telkin legen. Botenstab des Blitzes. Gold. Ich hasse mal so, wenn irgendwie so eine große Menge Gold ist und ich kann nicht draufklicken und dann kriegst du es. Ja, ich hab's eh immer nur auf die großen Summen abgesehen. Ich klicke immer nur auf die großen Summen. Ja, ich guck gar nicht drauf, ich klicke einfach alles drauf, ist mir scheißegal, ich krieg sowieso genug Geld. Klar, du lässt jetzt 2 Dämonen leben. Wo? Oh. Ja, ja, ich war da oben gar nicht drin, ich hab da nur welche rausgepult. Okay, hier waren nur 2 Dämonen. Da oben sagst du irgendwas? Geht's irgendwie weiter? Nein? Viel Grün hier einfach drin ist, irgendwelche Beinschienen, die du gekriegt hast. Ja, 45 Rüstung, 10% Stärke, 20 Geschicklichkeit, 5% Leben, ganz gut, hätte ich nicht die blauen schon. Wie bitte nochmal? 45 Rüstung, 10 Stärke, 20 Geschicklichkeit, 5% Leben. Ich bin noch kurz mal an. Beinschienen? Beinschienen, ja. Reich mal rüber, bitte kurz. Wieso? Die haben zwar viel weniger Rüstung, aber ansonsten sind die ganz nice. 10% Rüstung ist vor allem geil, finde ich. Liegen ja auf dem Boden. Ich werde mir halt angucken, ob sie insgesamt mehr Rüstung machen als meine. Okay, uns fehlt noch ein Grab. Ich habe hier gerade einen Schrein aufgemacht aus Versehen. Wo sind sie? Da sind sie. Okay, so habe ich 279 und so habe ich 263. Das ist aber nicht viel und dafür habe ich 10% Stärke mehr. Ich habe jetzt über 300 Stärke, Alter. Und 2 Leben. Wir sind übrigens ziemlich viele Ameisenlöwen. Okay, ich behalte die Grünen. Ja, hier unten sind auch noch 2 Gräber. Und hier sind Skorpionmenschen. Okay. Das Skorpus. Dass hier nicht extrem viele Gräber sind oder so. Ja, ist halt Teil der Könige, ne? Ja, muss es denn so viele Könige unbedingt geben? Wir haben noch eine Minute jetzt. Okay, komm, Speedrush. Klatschen. Eben gerade synchron gestürmt. Natürlich. Hat sich sehr sexy angehört. Danke. Muss ich zugeben, hat mich fast geil gemacht. 40 Sekunden noch. Da war dann noch eh noch einen, also das ist nicht so wichtig. Und dann klatschen wir noch eben diesen Raum fertig und dann gehen wir. So, dann mach ich mal den Timer auf Pause. Ja. Damit er nicht angeht, damit mein Zuschauer, damit ich nicht wieder Copyright-Musik hier drin habe. Ist doch egal. Nee, ich muss ja YouTube-Money damit irgendwann verdienen. Kannst ja nicht. Irgendwann schon. Naja, dann kannst du auch
die das bisschen Musik drin lassen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.